Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer weiteren Folge von Zombie Army Dead War 4. Noch dabei ist der Dennis. Hi. Ja, immer noch. Was Und du das kannst mir denn? gleich. Ja, also wir müssen, damit wir überhaupt hier von hier wegkommen, diesen Generator da verteidigen. Und wenn wir den Generator verteidigt haben, können wir alles Sammelbare einsammeln. Aber erstmal sollten wir hier das. Oha. Ja, ich habe das dicke Rohr jetzt. Ach, wenigstens einmal in deinem Leben. Oha, das war ein böser Kumpel. Der war böse. Der war böse. So. Finde Teile zum Generator reparieren. Eine Sicherung, nehmen wir mal mit. Hast du alles? Los geht's. So. Ja, erstmal verteidigen. So, magst du mir mal die ersten drei lassen vielleicht, damit ich hier mal meine ja, Dreier Koffer probier's. Sei? Ja, ich lasse dir mal. Probier's. Du brauchst den aufgeladenen Powerschuss, ne? Denk dran. Irgendwie hat das nicht gezählt. Erstmal alles wieder schießen. Was machst denn du hier vor mir? Aua. Was Dennis, magst du den einen da aus unserer Gruppe rausschmeißen? Das könnte ich machen. Wieso ist das eigentlich schon wieder eine öffentliche Sitzung, Lukas? Und zwar gehst du auf, drückst du die Options-Taste und dann auf Team. Keine Ahnung, warum die öffentlich ist, die war eigentlich privat. Die ist auch schon wieder. Muss ich den jetzt einfach mal raushauen? Also Options, dann auf Team. Danke. Uiuiui, von hinten kommen sie auch jetzt. Oh, was? Mhm. Ah, wir müssen die anderen zwei Generator reparieren. Dennis, komm mir mal bitte mit mir. Ich zeig dir jetzt dein Kit, was du brauchst. Komm mit. Wo bist du denn? Hier. Neben dir, quasi. Komm. Ja. Und zwar hier an der Weinkiste. Ja, Weinkiste. Dann ach ja. Müssen wir jetzt hier runter. Die Zombies erstmal ein bisschen töten. Und dann guck mal hier unten auf das kleine Boot, was hier rechts gleich kommt. Was da drauf sitzt. Siehst du das? Ach Gott. Kannst du abschießen, wenn du magst.
Danke. Rosemary. Oh. Und dann haben wir das nächste. Aber eine Flinte ist ja leer. Deine Flinte? Irgendwo kannst du sie aufladen, ich weiß aber gerade nicht wo. Ich meine in der Nähe, wo du den Generator reparieren kannst. Ich glaube, da war eine Munitionskiste irgendwo in der Nähe. Ach ja. Jo, das ist mir gerade ein bisschen viel hier alles. Ja, da kommen noch ein paar mehr. Ich kann dich beruhigen, es kommen noch mehr. Ach, dann bin ich erleichtert. Na, wenn es das so ist, ist es ja easy. Ach ja. So. Ah. Was denn? Der Spucker. Oh, ist das Fliegenmoney? Nee, Pistel. Ja. Oh Mann, es tut alles hier so weh. Oh, jetzt stehen sie alle super. Der Generator B Sicherung ersetzen, wie soll ich denn... Eins. Was? Ja, jede Kugel zählt. Dreier-Header. Hast du es endlich? Ja. Na, Gott sei Dank. Jo, das waren Vierer. Hast Dreier, dann Vier. Endlich. Dennis hat es geschafft, ha? Ja. Jetzt ist er glücklich. Jetzt ist er glücklich. Ah, verschossen. Magst du mal hierher kommen? Gerade ungünstig, hab grad Spaß. Was? Yo. Du hast grad einfach mal gewünscht. Explosivo. Aua. So, jetzt kann ich dir gerne assistieren, wenn du willst. Ja. Brandarbeiterung. Spür den Zorn des brennenden Schocks, Allah. Du darfst gerne vorbeikommen. Jo, wo bist du denn? Da, wo viele Zombies sind. Hier hängt ein Hai in der Luft. Ja. Jesus Christ, it's Jason Bourne.
So, ich bin da. Och, wir müssen diesen blöden Generator halt verteidigen. Was für ein Generator? Der da bei mir ist. Ich weiß, ob du den siehst. Ja, ich sehe ihn. Den müssen wir halt verteidigen. Platsch, platsch, platsch. Oh, da ist ein Riss. Aua. Der haut dich. Ja, das stimmt. Genau drauf schießen. Der Lukas macht das hervorragend. Ja. So, jetzt müssen wir Generator A beschützen. Und rüber mit uns. Weil es kommen halt unendlich Zombies. Also es hat halt kein Ende, leider. Ich merk's. Nani! Dass du das merkst, finde ich sehr gut. Die Erkenntnis ist sehr gut, Dennis, ja? Lauf, kleiner Karl. So, ich muss mal kurz mal gucken, wo die Sicherung ist. Ich habe vergessen, wo die war. Wo ist die denn? Wo war denn die blöde Sicherung? Ich weiß es nicht. Ich glaube hier oben irgendwo. Ah, hier oben war sie. Geh mal den Generator und drück die mal bitte mal mit X an. Ja, ich muss erstmal rankommen. Ach so. Bitte sag mir, dass ich hier irgendwie hochkomme. Ja, mit der Mauer da. Was denn für eine Mauer? Da ist so ein Mauerabsprung. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Ach Gott sei Dank. Ja. So, dann dürfen wir jetzt den auch nochmal kurz reparieren. Oh. Oh, was ist denn jetzt los? Ja, kriegen Besuch von Freunden. Das klang nie gut. Kaboom! Kaboom! Aber wir müssen noch starten. Oh, das ist natürlich sinnig, den Ganzen noch zu starten. Ja, das wäre gut. Wow, das ist der Super Zoom. Welcher Super Zoom? Wow, von mal 2 auf mal 8, das war ja fast gar nichts. Ach, du hast den Super Zoom. Oh, ich sehe einen Headshot von Dennis. Jo, wie weit ist der denn entfernt?
Auch ja. Boah. Das dreht sich. Ich verteidige dich ja schon. Aber es kommen halt ein paar Zombies, ne? Boah, hallo? Oh, Digga. Da. Schön, danke für, dass du mich vorgewarnt hast. Hab doch gesagt, ein Digga. Dann war ich schon noch down. Mach ihn down. Aha. Ich hab ihn dir geklaut. Ich will auch mal Flammenwerfer haben. Aua. Ich mag auch mal mit Vollfall spielen. Die Zombies kommen aus dem Wasser. Ist auch sinnig, gell? Weil ich zünde sie im Wasser an und sie brennen im Wasser. Sie ja, SpongeBob. Macht gar keinen Sinn. Klar macht das Sinn. Willst du etwa sagen, dass SpongeBob keinen Sinn macht? Ja. Hallo? Das macht da übelst Sinn. So, elektrische Ladung freisetzen, Dennis. Wir müssen jetzt ganz zurück. Das heißt, wir können jetzt durch die ganze Zombie-Armada da durchrennen. Ach ja. Schön, oder? Du müsstest nochmal zurückkommen. Warum? Weil ich liege. Ich laufe doch jetzt nicht zurück. Warum nicht? Das Spiel ist jetzt vorbei. Ich riskiere doch jetzt nichts mehr. Hallo, doch. Dennis, ich schaff das nicht! Du Verräter! Ich schaff das nicht! Automatisches Wiederbeleben. Cool. Wer macht das doch? Ich weiß auch nicht woran. Das kriegst du manchmal. Dennis will, dass ich zurückkomme. Du bist auch manchmal lustig. Yeah. Quadkill. So, wir haben's. Also ich stand doch noch mittendrin. Ja, jetzt bist du weggebrutzelt. Dann kommen wir mal zum... Rennen! Jo, wieso platzen denn alle in die Köpfe? Weil diese Hand kaputt gegangen ist. Das ist quasi der Kopf von den Ganzen, das Gehirn. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also das ist quasi das Gehirn, was die Zombies steuert. Und wenn du das halt kaputt machst, werden halt die Zombies im Umkreis kaputt. Zip, zip, zip. Mission abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Damit ist das erste Kapitel, das erste Chapter abgeschlossen, Dennis. Ich hätte noch ein paar Punkte mehr gebraucht, hätte ich Gold gehabt. Ich auch, wir haben immer dieselbe Punktzahl. Also, dann würde ich sagen, wieder vielen Dank fürs Zusehen an der Stelle und wir sehen uns in der nächsten Runde und ihr seht es eingeblendet, es geht nach Meat Locker, es geht in den Zoo. Viel Spaß in der nächsten Runde. Ciao, ciao.